Leute, willkommen zu Versuch Nummer 5. Yay, ich freue mich, dass ich die Familie Reuss immer und immer wieder aufnehmen darf, weil das Spiel einfach nicht mehr mitmacht und ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt noch lösen kann, außer das Spiel komplett neu zu installieren und tut mir leid, Leute, aber nein, keine Zeit, keine Lust. Ich habe sowieso vor, eine neue Festplatte irgendwann in meinen PC einzubauen, aber da ich da halt noch drauf warte, bis ich das möglichst günstig bekommen kann, weil Festplatten halt einfach mehr kosten, als ich aktuell übrig habe, kann ich das nicht sofort machen und habe keine Lust jetzt, nur weil Familie Reuss aktuell so rumzickt, dafür eine Extrawurst zu machen, kannst du sowas von vergessen, Spiel. Wie gesagt, Versuch 5 heißt tatsächlich, dass ich jetzt schon 4-mal vorher versucht habe, dieses Spiel zu spielen und aufzunehmen. Und es bisher nicht geklappt hat, dass ich tatsächlich eine ganze Folge aufnehmen kann. Das ist richtig cool. Also, macht richtig Spaß und so. Aber ich versuche es natürlich weiter, denn ich spiele sehr gern Familie Reuss, nur gerade aktuell macht mir das Spiel es wirklich schwer, hier tatsächlich was zu reißen und was hinzubekommen. Und das ist natürlich sehr schade. Und ich habe dieses Buch die letzten Male immer die Apokalypse genannt, was ein Vorschlag war von jemandem vor 9 Monaten. Aber ich werde dieses Buch jetzt... Mein PC bringt mich um nennen. Und ich hoffe... dass dieser PC, ich weiß nicht, ob es der PC ist, ob es das Spiel ist, aber es macht mich gerade echt sauer. Es ist ja auch nicht so, als hätte ich unendlich Zeit, mit diesen mich mit diesen Späßchen zu beschäftigen. Das habe ich euch ja schon erzählt, dass ich tatsächlich nicht endlos Zeit habe. Und mich das gerade super nervt. Das ist natürlich auch der Grund, weshalb am Freitag keine Folge kam. Ich versuche jetzt irgendwie zu bekommen, dass am Montag die Folge kommt. Wir haben gerade Freitag. Und ich bin mal gespannt, ob ich es hinbekomme. Versuch Nummer 5. Ich weiß auch noch nicht, ob das der Versuch sein wird, den ihr final dann auch sehen werdet. Oder ob ihr irgendeinen anderen Versuch mitbekommen werdet. Wir können alle nur gespannt sein. Moritz schließt bald die Schule ab. Ja, genau. Ich kann auch dann irgendwann nochmal über tatsächlich spielmäßige Dinge reden. Aber ich habe jetzt gerade so ein Soft-Neuinstallationsding jetzt gemacht. Also ich habe einfach den Sims 3-Ordner in Electronic Arts aus dem Ordner rausgenommen. Habe das Spiel gestartet, sodass es quasi nochmal neu generiert und habe dann halt die wichtigen Ordner eingefügt. Aber ob das jetzt dadurch wirklich besser wird, weiß ich auch nicht. Aber keine Ahnung. Es macht mich ein wenig fertig. So, die Kleine kommt dann in den Hochstuhl. Die ganzen Sachen, die ich heute mache, weiß ich sowieso schon. Die habe ich jetzt schon 10-mal gemacht. Bin da absolut geübt drin, was ich hier alles machen möchte. So viel dazu. Du kannst dann auch gleich... hier Heu fressen, mit dem Pferdeball spielen. Genau. Du kannst dann vielleicht auch hier Heu fressen, da was trinken. Okay. Du packst die Kleine gerade ins Kinderbettchen. Nicht ins Kinderbettchen, in den Hochstuhl. Dann kriegt sie ein bisschen Gelee-Sandwich. Das klingt doch ganz gut. Ja, und also die ersten beiden Male hat so nach ungefähr 20 Minuten das Spiel nicht mehr mitgemacht. Ist abgestürzt. Beim dritten Mal kam ich fast bis zum Ende der Folge. Und beim vierten Mal jetzt habe ich nach einer halben Stunde irgendwann das Spiel gespeichert, weil ich mir dachte, hey, dann habe ich immerhin schon mal den halben Fortschritt. Es hat aber das Spiel nicht richtig gespeichert. Ich habe aktuell richtig oft den Fehlercode 12, der dann dazu führt, dass die Datei, die ich speichere, nicht richtig gespeichert wird, sondern die endet dann mit der Endung bad. Und das bedeutet, dass ich diese Datei nicht nutzen kann. Wenn ihr halt auch selber mal in den Save Games bei EA, wenn ihr dann auch mal so eine .bad-Datei habt, dann müsst ihr die löschen. Also die könnt ihr auch nicht mehr weiter verwenden, sondern die könnt ihr nur löschen. Die sorgt halt auch dafür, dass das Spiel nicht mehr so gut funktioniert. Ich hatte tatsächlich mehrere, weil ich halt
tatsächlich schon ein paar Mal diese Dateiendung, beziehungsweise schon ein paar Mal diesen Fehlercode 12 bekommen habe. Und das heißt ja beim Fehlercode 12, dass ich nicht genug Arbeitsspeicher habe. Aber ich habe mehr Arbeitsspeicher, als ich vorher hatte. Und es ist auch nicht so, als würde der komplett hochgehen oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, was dieses Spiel aktuell für ein Problem ist. Das macht mich völlig fertig. Und ich bezweifle auch ehrlich gesagt, dass wenn ihr mir jetzt irgendwelche Tipps gebt, dass das irgendwas ändern wird. Ist vielleicht nett gemeint, wenn du mir irgendwelche Tipps gibst, aber ich möchte halt auch einfach nur dieses Spiel spielen. Ich weiß nicht, wo da das Problem ist, warum mir das Spiel das so schwierig macht. Aber das ist wohl jetzt einer der weiteren Gründe, weshalb es vielleicht in nächster Zeit ein paar weniger Videos gibt. Nicht nur, dass ich wenig Zeit habe, sondern dass die wenige Zeit auch noch weniger sinnvoll ist, dadurch, dass das Spiel mich halt nicht so machen lässt, wie ich möchte. Das ist richtig cool. Also, macht richtig Bock und so. Aber, ja. Genau. Moritz ist auf jeden Fall auf dem Weg zur Schule. Und Travis soll heute mal ein bisschen zu Hause bleiben. Sich um die Kleine kümmern. Ich möchte eigentlich auch, dass sie sich so ein bisschen... dass er sich so ein bisschen mit, dass er sich so ein bisschen mit Toffee beschäftigt, mit Nacho. Den Wunsch hat er ja sowieso und, Nacho hat auch den Wunsch. Jetzt hat er natürlich wieder das Outfit an. Können wir die Kleine dann gleich mal hier hochbringen. So. Ach ja, genau. Du sollst hier auch mal hier runtergehen. So, dann können wir sie hier absetzen. Du ziehst gefälligst wieder um. Und dann können wir nämlich zu Nacho gehen. Können wir ihm Leckerchen geben. Bürsten. Bisschen Spaß haben, spielen. Genau. Und ihr frühstückt jetzt alles schön. Wie läuft's denn bei euch hier so? Du spielst mit dem Pferdeball. Du kannst noch ein bisschen weiter schlafen, auf jeden Fall. Ach ja, komm, wir lassen dich jetzt erstmal pieseln. Damit du das auch erledigt hast. Dann... Das Spiel läuft schon wieder so langsam. Ihr seht's. Das ist schon wieder ein schlechtes Zeichen. Das macht es in letzter Zeit nämlich vermehrt. Und in letzter Zeit hat es vermehrt auch wieder Probleme. Ich weiß halt auch echt nicht, warum. Ich sehe ja auch nebenbei immer meine Werte mit CPU und Arbeitsspeicher. Und das sieht nicht schlimmer aus als sonst. Also das sah teilweise sonst schlimmer aus. Und es ist einfach schade. Und es ist halt zum Beispiel auch nicht so, als wäre das immer so. Sondern es ist, oder bei insgesamt in dem Spiel so. Das ist halt wieder nur bei Familie Reuss. Und ja, das ist halt der Nachteil davon. Wir spielen halt jetzt schon so lange Familie Reuss. Wir sind ja schon fast auf dem Weg zu 500 Folgen. Und das führt nun mal dazu, dass da dann auch einfach das Spiel viel schlechter funktioniert. Weil es halt einfach schon so... Weil wir es schon so lange spielen, macht das immer mehr Probleme. Und durch die ganzen Umzüge, die ich immer wieder mache, versuche ich das ja so ein bisschen zu verringern. Aber offensichtlich funktioniert es ja nicht komplett. Und das finde ich immer ein bisschen schade. Weil ich wirklich, wirklich gerne mit der Familie spiele. So, du kannst mal was trinken. Vielleicht kannst du danach nochmal ein bisschen mit dem Pferdeball spielen, wenn du möchtest. Vielleicht mit dem hier drüben. Und dann kannst du danach dich mal mit Aurora beschäftigen. So. Okay. Was macht ihr denn hier vorne? Naja, gut. Mir prinzipiell gleich, wo ihr das macht. So, dich werden wir mal zum Wellness Center schicken. Da kannst du dir ein bisschen
ein Dampfbad geben. Ihr habt doch gesagt, ihr fändet das cool mit dem Kätzchen. Allerdings, wie gesagt, Versuch Nummer 5. Ich war schon ein paar Mal dort. Und Familie Ivanov hat keine kleinen Kätzchen. Die haben tatsächlich nur eine Katze. Und die ist auch schon auf halbem Weg zur Seniorenkatze. Und keine Ahnung, warum die bei sich geworben haben damit, dass sie kleine Kätzchen haben, weil das haben sie offensichtlich nicht. Das ist schon ein wenig fies von denen, dass sie einfach mal mit etwas werben, was sie nicht haben. Aber gut, so viel dazu. Du kannst vielleicht nochmal auf Toilette gehen. Obwohl, nee, eigentlich kriegst du das auch so hin. Kannst du hier hingehen, du kannst dahin kommen. Und ihr beiden spielt hier, ja? Ich hoffe mal schon. Bürsten Spaß haben, genau. Ach ja. Das Spiel. Es wäre alles so viel einfacher, wenn es mich einfach spielen lassen würde. So. Meinetwegen, dann hängt es halt ein bisschen mehr. Aber ich möchte halt einfach mal dieses Spiel spielen und mal einen Tag erfolgreich spielen. Ich finde es auch immer wieder lustig, wenn jemand, der halt nie meine Videos guckt, sich ja plötzlich so wundert, wegen so, was? Eine Stunde Folge? Ja, so ist das halt, wenn das Spiel so langsam läuft, dass man für etwas, das normalerweise in Sims vielleicht, also theoretisch müsste das ja nur so 24 Minuten, also theoretisch eine Sims-Stunde dauert ja eine Minute. Und wenn man halt einen Tag spielt, würde das ja theoretisch bedeuten, dass man dadurch 24 Minuten spielt. Aber dadurch, dass das Spiel halt so hängt, dass das halt immer wieder pausiert oder ich auch immer wieder pausieren muss, damit das Spiel halt einfach einigermaßen flüssig weiterläuft, verschiebt sich die Videolänge halt oder die Spielzeit von eigentlich 24 Minuten auf mehr als das Doppelte. Und das ist schon krass. Also allein daran kann man halt sehen, wie schlecht das Spiel läuft. Ich weiß ja halt nicht, wie lange ihr braucht, wenn ihr das Spiel spielt für eine Stunde. Und es kann auch sein, dass es ein bisschen mit der Aufnahme zusammenhängt, dass es dadurch noch ein bisschen schlechter läuft. Das kann tatsächlich sein, dass mein Spiel halt einfach schlechter läuft, dadurch, dass ich nebenbei aufnehme. Aber auch so läuft das halt einfach nicht besonders gut. So viel kann ich euch sagen. Das läuft auch ohne Aufnahme nicht deutlich besser. Deswegen sind die Folgen halt einfach so lang. Und ich finde es immer wieder lustig, wie schockiert Leute sind, die halt meine Videos nicht kennen. Wegen so, oh mein Gott, so ein langes Video. Aber ja, bei mir ist es wie gesagt normal. Wie viel Post wir schon wieder bekommen haben. Okay. So, dann kannst du mal aus dem Napf futtern, was kauen. Wie gesagt, also Kätzchen werden wir dann wahrscheinlich adoptieren, weil wir wieder ein bisschen mehr Platz im Haushalt haben. Das ist ja aktuell nicht wirklich der Fall. Du kannst mal hier ein bisschen mit den Bauklötzen spielen. Ich glaube, das ist von Travis noch. Du kannst mal hier auf Toilette gehen. Pflanzen gießen. Aha! Da hat sich also nicht alles installiert. Das ist ja schön zu sehen. Nicht. Denn wir hatten hier definitiv mehr Pflanzen. Und da fehlt wohl einiges. Na toll. Okay, die Vanille ist noch da. Aber ich glaube, die ganzen Store-Pflanzen fehlen. Kann das sein? Ich glaube ja. Okay, interessant. Ja, das ist halt immer so, wenn man die Store-Sachen installiert, dass so ein paar Sachen dann verloren gehen. Wurde aber nicht mal angezeigt, dass ein paar Sachen nicht installiert werden konnten. Wenn euch das noch irgendwas auffällt, abgesehen von den Pflanzen jetzt, was fehlt, wo ihr irgendwie denkt, so, hä, das hatten wir doch vorher in dem Spiel oder auf dem Grundstück, dann sagt Bescheid. Das ist halt immer der Nachteil davon, wenn man das neu installiert, dass dann so ein paar Kleinigkeiten fehlen. Gut, den Garten kannst du aber trotzdem pflegen. Kriegen wir halt nicht ganz so viel Ernte raus, leider. Ich denke auch mal nicht, dass wir die Sachen dann im Kühlschrank haben. Sowas wie Aubergine und so. Das müsste ja dann alles fehlen.
Doch, wir haben noch eine Aubergine. Warte mal, ist es die Aubergine, die fehlt? Oder was ist es, was fehlt? Ja, doch, die Auberginenpflanze fehlt zum Beispiel. Okay, und dann noch die ganzen Erdbeeren und sowas. Warum? Hä, wir haben die Beeren, aber wir haben die Pflanzen nicht? Himbeere, Brombeere. Guck mal, das fehlt alles. Warum ist das denn weg? Okay, interessant. Dann pflanzen wir die halt einfach nochmal an. Also die Beeren an sich sind nicht weg, aber die Pflanzen sind weg. Spiel, erklär mir das mal bitte. Okay, was auch immer. Mir gleich. Ich kann es ja wieder anpflanzen. Aber komisch ist es schon. Sehr komisch sogar. Naja, gut. Was auch immer. Genau, dann kannst du hier mal alles pflegen. Oh, du möchtest mit Toffee adoptieren, apportieren spielen. Nicht adoptieren. Adoptieren spielen wir dann irgendwann mal mit dem Kätzchen. Hä? Ja, Anruf ignorieren. Okay, ihr möchtet einen Film gucken. Können wir machen. Und was ich in Versuch Nummer 4 gemacht habe, was ich ganz cool fand, war hier zum Badesee zu gehen. Wir werden zusammen die Stadt unsicher machen. Schauen wir mal. Also die Idee mit dem Date von den beiden fand ich ganz süß, wo ich die beiden erstmal zum Badesee geschickt habe. Deswegen mache ich das jetzt einfach nochmal. Und du kannst dann nämlich auch arbeiten gehen gleich, wenn du fertig bist. Genau. Kannst du vielleicht irgendwie mal ein bisschen von dem Dung hier reinpacken? Dann können wir direkt auch mal Komposter verwenden. Oh, das sollten wir erst danach machen, was? Ja, machen. Ach wo, stimmt, das machen wir, nachdem wir gepflanzt haben. Dann passt das ja umso besser. Okay, und Amelie, Saftpong spielen mit jemandem. Sie wird zum Saftpong-Spielen eingeladen. Alles klar, Nie. Du sollst danach arbeiten gehen, bitte. Wer steht denn da am Saftpong? Oder am. Ah! Okay, Roxy Lynn ist hier also ein bisschen Saftpong begeistert. Okay, warum nicht? Und du möchtest einen Film gucken. Machen wir mal das weg. Gartenarbeit Level 2. Herzlichen Glückwunsch, Travis. Sehr schön. Oh, ich hoffe einfach mal, dass dieses Spiel jetzt mal hier bis zu Ende. Oh, es nervt echt. So, genau, du kannst pieseln und dann kannst du ja vielleicht mal hier hingehen. So, da solltet ihr eigentlich genug Platz haben, um frei interagieren zu können, oder? Eigentlich sollte das ja funktionieren. Dass ihr dann nicht immer hin und her umeinander herumlaufen müsst, sondern das einigermaßen klappen sollte. Na, wieder so eine Pflanze auftaucht vor Aurora. Gut, Romina wird dann nur noch ein bisschen. Nee, warte mal, du nimmst den anderen Pferdeball. Mit dem hier hast du nämlich mehr Platz. Die andere Koppel ist ja jetzt quasi belegt. Und ich würde eigentlich auch gern hier wieder die beiden Tore abschließen. Erstmal. Ah, das ist sogar schon abgeschlossen. Sehr schön. Genau, du gehst dann danach zum Verein. Du bist arbeiten, kannst gerne auch mal hart arbeiten. Du bist noch am Gärtner. Dann schauen wir mal zu Sophia und Leon. Genau, ich habe beim dritten Mal, nee, beim vierten Mal, also beim eben quasi, habe ich versucht, zwischendrin zu speichern. Und bei mir ist tatsächlich das Problem, wenn ich zwischendrin speichere und danach weiterspiele, dann stürzt verlässlicherweise immer danach das Spiel ab. Das heißt, das mache ich definitiv nicht nochmal. Ich kann also immer nur nach der Folge speichern und ich kann danach halt auch nicht noch ein zweites Mal speichern, weil dann gibt es immer Probleme. Das heißt, die einzige Möglichkeit, die ich habe, ist wirklich zu warten bis zum Ende. Hier ist Tatjana. Schön. Schön, dass Tatjana hier ist. Hallo. Ja, genau. Und der Plan ist, wir haben ja jetzt nur noch wenige Tage, bis Moritz älter wird. Hat das ja vorhin angezeigt. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich es vorgelesen habe.
Das steht auch schon zum fünften Mal. Und es waren noch 4 Tage und ich habe eigentlich geplant, am nächsten Tag, also am Donnerstag, Moritz altern zu lassen. Ich hatte überlegt, eigentlich würde es von der Folgenzahl besser passen, wenn wir bis Freitag warten. Aber ich glaube, es ist doch besser, wenn wir das einfach jetzt schon am nächsten Tag machen, am Donnerstag. Und dann am Freitag zur Sim-Universität gehen werden. Genau, und so dann die beiden mit der Uni starten werden. Also quasi übernächste Folge. Nächste Folge ist Moritz Geburtstag und übernächste Folge ist dann der Beginn der Uni. Und Mia wird dann noch einen Tag bis zum Älterwerden haben, wenn die beiden zur Uni gehen. Und dann haben wir quasi noch einen Tag Puffer dazwischen. Also wenn sie wieder zurückkommen, ist Mia auch noch einen Tag lang Kleinkind und dann erst den Tag danach wird sie dann älter werden. Und zwar haben wir ja, genau, wir werden ja am Freitag zur Uni gehen und dann am Samstag, wenn wir wiederkommen, am Mußetag, wird Mia dann quasi zum Kind. Das ist soweit der Plan. Genau, das hatte ich das letzte Mal auch schon gemacht und ich finde das sehr, sehr süß, wie die beiden hier so in dem Wasser sind. Oder? Ich finde das sehr, sehr knuffig. Oh, guckt euch mal das schöne Bild an von den beiden. Ich finde das sehr, sehr hübsch, wie die beiden hier Spaß haben. Und vor allem ist er jetzt auch mitten im Sommer, 29 Grad. Da kann man schon mal hier in dem Badesee ein bisschen entspannen. Ja, genau. Und hier sind sogar noch ein paar andere Leute. Hier ist Konstanze, hier ist Raffaela. Und dann bleiben die beiden einfach noch ein bisschen hier. Hier spielt jemand Gitarre? Wo? Ah, Tatjana ist hergekommen. Hallo. Da ist noch Danilo. Dann lass die beiden doch eigentlich mal hierher gehen. Und dann können die vielleicht mal ein bisschen hier tanzen. Das wäre doch schön. Genau. Du möchtest auch Karaoke singen gehen. Und ich fand das ja eh eigentlich ganz cool. Oder eine ganz coole Idee, wenn die beiden vielleicht gleich noch. Ah ja, genau, du möchtest ja Charisma-Fähigkeit noch verbessern, ne? Dann schicken wir dich erstmal hier zum Charisma-Unterricht. Und danach kannst du das Sakura mal besuchen. Genau, dann kommt ihr beiden jetzt erstmal raus. Und da haben wir Heather Crosby. Athletic Level 6. Okay. Was ist denn jetzt dein Problem, Sophia, dass du nicht einfach langlaufen kannst? Wirklich, ernsthaft. Es ist überhaupt kein Problem. Du machst dir gerade nur selbst das Problem. Die Sims machen sich echt immer selber das Problem, dass da irgendjemand wäre. Aber es ist halt einfach niemand da, der ihnen den Weg blockiert. Die bilden sich das immer nur ein. Aber hier sind doch Vögel in der Nähe. Ich höre doch einen. Das ist immer nicht einfach nur so ein Geräusch, sondern das Geräusch bedeutet tatsächlich, dass hier irgendwo ein Tierchen in der Nähe ist. Oh Gott, hier sind so viele Bäume. Hier sieht man echt gar nichts. Hier ist doch ein Vogel. Ist hier irgendwie hier im Grün? Weil das ist normales Vogelgeräusch, so Hintergrundgeräusch. Aber dann gibt es noch so hier drin irgendwo vielleicht. Keine Ahnung. Geschicklichkeit Level 4. Das klingt ja super. Genau, ihr beide solltet mal hierher kommen, ein bisschen tanzen. Aber es sieht alles wirklich nur danach aus, dass es gleich wieder abstürzt. Ich spiele es einfach trotzdem. Ich weiß dann nicht aktuell nicht, was meine Alternative wäre. Meine Alternative wäre vielleicht irgendwie nur so einen halben Tag zu spielen, zu speichern. In der Hoffnung, dass es vielleicht auch komplett speichert und dann irgendwie die nächste Folge nochmal separat aufzunehmen. Das war ja sowieso auch bei Versuch 4 oder bei Versuch 4 meine Idee, aber hat irgendwie auch nicht ganz funktioniert. Ach, ist sie noch nicht gut genug, um zu tanzen? Scheinbar nicht, was? Ja, dann können wir ja noch ein bisschen zusehen. Oder? Wir können, glaube ich, nicht mit Leon tanzen. Nee. Aber dann schauen wir ein bisschen zu, wenn sie hier schon so schön spielt.
können wir das ja auf jeden Fall mal machen. Ja, genau, vom Busch aus. Da ist die Akustik viel besser hinterm Busch. Finde ich auch, Leute. Finde ich auch. Ach ja. Genau. Gartenarbeit Level 3. Oh. Travis, da ist aber einer ambitioniert. Okay. Ah, die Vanillepflanze können wir entfernen. Können wir vielleicht nochmal eine neue pflanzen? Vielleicht hierhin. Und können dann vielleicht mal. Ah, genau. Müssen wir erst noch ein paar Sachen pflanzen. Müssen wir die Sache dann auch. Müssen wir die auch gießen, theoretisch? Nö. Können wir hier noch irgendwas düngen sonst? Also die neue Vanillepflanze könnten wir düngen. Aber sonst nichts. So, nein, du sollst nicht das Objekt bewachen. Wie sieht's bei euch aus? Ah, oh, bei euch läuft's gut. Genau. Du kannst ja gern mal dich an Aurora anschmiegen. Und du kannst in der Zeit vielleicht mal hier ein bisschen grasen. Und dann kann Romina auch noch mal ein bisschen Soziales bekommen. Und dann können wir sie vor allem mal pflegen, weil wir den Wunsch haben und weil sie auch ein bisschen stinkig wird langsam. Wow, Moritz, wir können nicht glauben, dass du hergekommen bist. Nein, du musst nicht bezahlen. Das geht aufs Haus. Alles klar. Wären wir dann dadurch auch besser? Wir müssen ja ein neues Charisma-Fähigkeitslevel erreichen. Mal schauen, ob das funktioniert. So, jetzt haben wir also wieder unsere ganzen Beeren hier angepflanzt. Wir haben sonst noch die Wein den Weinstock. Okay. Und? Nutzt du den Komposter? Das wäre sehr cool, Travis. Danke. Wie sieht es bei euch aus? Genau. Ah ja, ihr könnt ja mal ein bisschen einen Film schauen gehen. Wie wäre es mit mein erster Plattenspieler? Das klingt doch nach etwas, was die beiden zusammen gucken würden, oder? Hä, warum sind die nicht mehr ein Date? Können mir das mal einer erklären, Leute? Warum seid ihr kein Date mehr? Das war so nicht geplant. Hat doch gar nicht irgendwie regulär geendet. Die sind doch nicht aus dem Grundstück rausgelaufen. Keine Ahnung. Das irritiert mich ein wenig, warum die kein Date mehr sind. Sie sollten doch hier ein schönes Date heute haben am Sommertag. Yay, Charisma Level 3. Sehr schön. Wenn wir also das nächste Mal zur Schule gehen, haben wir da auch die Aufgabe erledigt. Da ist Manuela. So, sehr schön, danke. Dann lass uns mal ins Kino gehen. Mein allererster Plattenspieler mit der Verabredung. Das klingt nach etwas, was die beiden doch zusammen gucken würden. So, was hast du nochmal für eine Aufgabe? Tanzen und zwar in der Schinderei. Ja, dann lass uns das nochmal machen. Den Punkt dahin zu gehen, spare ich mir heute einfach mal, weil wie gesagt, ich weiß ja schon, dass da überhaupt nichts abgeht und dass sie nichts haben. Deswegen, ja, mache ich das mal nicht. Das habe ich die letzten Male schon immer geguckt, aber da ist tatsächlich nicht wirklich eine Katze. Also brauchen wir das ja eigentlich auch nicht machen, ne? Ist ja eigentlich ein bisschen sinnlos dann. Gott, wie dieser Hund immer da drüben ist. Es gäbe sonst keinen anderen Ort. Der möchte irgendwie gefühlt lieber dort leben. So, können wir nochmal befördert werden vielleicht? Wie sie einfach plötzlich einen anderen Wunsch bekommt. Richtig toll, wenn ich den einen aufgeben möchte. Aber wir sind noch nicht befördert worden. Nee, das dauert noch ein bisschen. Ein, zweimal müssen wir auf jeden Fall noch arbeiten gehen. Weiß gar nicht, ob wir dazu noch kommen werden, weil wir werden wahrscheinlich noch also am nächsten Tag arbeiten gehen und danach erstmal nicht mehr. Naja, so ist das. So ist das manchmal. Gut, dann kannst du da pflanzen. Und dann ein bisschen düngen. Was haben wir denn Gutes?
Vielleicht kannst du ihm auch noch mal einmal das Zeugs geben. Genau, den Einhornung. Und dann ist das vielleicht ein bisschen besser. Dann kannst du hier noch mal was essen. Wie geht's denn der Kleinen? Der Kleinen geht's noch gut. Okay, dann kannst du noch mal ein bisschen Top Surprise essen. Kleine kann sonst nachher auch noch mal aufs Töpfchen gehen. Oder auch vielleicht jetzt schon. Und dann kannst du danach mal hier hochkommen. Oder kannst dann auch mal duschen gehen. Danach kümmern wir uns noch um die Kleine. Du möchtest jetzt ein Schwimmbad besuchen. Ja, wir waren jetzt schon. Ich weiß gar nicht, zählt das überhaupt als Schwimmbad? Mal eben kurz gucken. Nee, ich habe einfach nur als Gemeinschaftsgrundstück gezählt. Okay. Na, passiert. Und du möchtest einen Park besuchen. Ich glaube, vielleicht war das ein Park. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber ja, zu spät, wie gesagt. Weil da waren wir ja schon. Okay, Moritz ist schon da. Und möchte auf jeden Fall mal ein bisschen singen. Dann gehen wir doch mal hierher. Oh, wir könnten eigentlich mit Amelie zusammen singen, ne? Ah nee, stimmt, sie kommt ja auch gar nicht hierher. Dann schalten wir das ein. Du singst ein bisschen. Sie geht ja tanzen in der Schinderei. Immer noch einer meiner Lieblingsclubs, definitiv. Haben wir noch irgendein Outfit, was da irgendwie besser passt? Ja, doch, deine Abendkleidung passt da, glaube ich, noch ein bisschen besser. Obwohl, nee, das ist ja ihr, glaube ich, ihre Arbeitskleidung. Aber wir haben ja noch das Outfit. Ich finde, das passt auch sehr gut hierher. Dann kannst du nämlich hier mal ein bisschen. Hallo? Ich dachte, sie kann hier tanzen. Hä? Ich bin total verwirrt. Wo kann sie denn nirgendwo tanzen? Seit wann das denn? Dachte, hier sind doch so Orte, wo man tanzen kann. Hier, tanz mal ein bisschen. Ich bin total irritiert, warum sie nicht einfach so tanzen kann. Normalerweise kann man das doch einfach auf dem Boden, oder nicht? Keine Ahnung. Tanz einfach mal zum Lautsprecher. Genau. Du möchtest Astronaut werden? Nein. Nein, Moritz, wir wollen Wissenschaftler werden. Oh Gott, wie das klingt. Also das Lied klingt cool, aber Moritz' Stimme nicht. Es ist immer wieder sehr lustig, dazu zu hören. Luina ist hier. Hi. Vielleicht können wir ja Luina mal begrüßen. Mit der wollen wir uns eh noch anfreunden. Genau, ihr seid hier. Und ihr könnt dann eigentlich mal zusammen ins Sakura gehen danach. Du bist duschen. Du tanzt einfach nicht weiter. Tanz bitte. Dafür bist du hier. Dass du hier mal ein bisschen tanzen gehst. Aber du kannst natürlich dir danach auch einen Drink bestellen. Hier, Scheinwerferpolitur. Ansonsten können wir vielleicht ein bisschen mit Billy zusammen tanzen. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Ja. Können wir mit ihm zusammen tanzen? Oder eher nicht so? Können wir sie vielleicht zum Tanzen herbeirufen? Die gute Helena. Ja, mit ihr könnten wir gleich zusammen tanzen. Das ist doch schön. Dann machen wir das mit ihr doch einfach gleich nochmal. So, okay. Du gönnst dir noch einen Drink. Du begrüßt gleich Luena. Genau, schauen wir mal zu Travis. Wie geht's eigentlich den Pferden allen? Okay, euch geht's gut. Du kannst ein bisschen, achso. Du kannst hier ein bisschen mit dem Pferdeball spielen danach. Du spielst hier gerade schon mit einem. Du kannst vielleicht noch ein bisschen grasen, was trinken. Okay. Sieht ja eigentlich alles ganz okay aus. Dann kannst du hier noch schlafen gehen. Und die Kleine. Ich glaube, ich werde sie mal lieber auf dem Boden füttern. Die muss ja auch nicht immer nach unten gebracht werden zum Füttern. Geht dann auch ein bisschen schneller, dann ist sie umso schneller wieder im Bett. Passt ja dann eigentlich ganz gut. Man hatte Travis heute einfach mal einen Tag zu Hause. Das ist ja das Gute hier an der
an der Gleitzeit, dass er arbeiten kann, wann immer es ihm am besten passt. Sowas finde ich, braucht es mehr, gerade bei Eltern, dass sie dann auch ein bisschen flexibler arbeiten können. So, du kannst dann sauber machen, leer machen. Dann können wir uns noch mit der Kleinen beschäftigen. So, nochmal plaudern, nochmal kuscheln und sie dann auch ins Kinderbettchen legen. Das ist soweit der Plan. Ihr beide macht das. Okay, schauen wir mal zu Moritz. Der soll sich ja mit Luina noch ein bisschen anfreunden. Warum steht da Essen auf dem Boden? Können wir vielleicht gleich mal was essen? Wenn das eh auf dem Boden steht, also. Wenn das keiner mehr haben will. Können wir vielleicht mal ein bisschen von Tieren schwärmen? Können wir nicht vorstellen, dass Luina keine Tiere mag? Ein bisschen über Kunst reden. Ein bisschen von Comicheften schwärmen. Oh nein, es hat schon jemand das Essen weggenommen. Verdammt, ich hätte das auch gegessen. Dem Sum steht aber noch rum. Irgendwas Trampeltiermäßiges? Sich über Karina lustig machen, das würde ich gern machen. Und vielleicht noch ein bisschen tratschen. Okay. Schauen wir mal bei ihr. Die Scheinwerferpolitur, die hier gerade schon getrunken wird. Ist denn Ding ist noch da? Ja, sie ist noch da. Oder wir können mit Anita zusammen tanzen. Ach nein, wir tanzen mit Helena ein bisschen. Finde ich eine gute Idee. War schön, wie wir die beiden zum Tanzen gerufen haben und jetzt beide auch tatsächlich einfach da tanzen. Wen haben wir hier? Ach ja, Ayla Jennifer. Ich finde Ayla Jennifers Frisur richtig cool. Ja, tanzen wir ein bisschen mit Helena. Wir müssen ja noch ein bisschen länger tanzen, ja. Wir haben noch lange nicht genug getanzt. So, genau. Und du freundest dich mal mit ihr an. Das wäre sehr, sehr schön. Dann erledigen wir hier direkt auch die Aufgabe, die wir erledigen wollen. Beziehungsweise den Wunsch von Moritz, sich mit ihr anzufreunden. Können wir vielleicht noch ein bisschen zusammen tanzen. Ich schau mal, dass es dem Pferdis hier auch gut geht. Dafür kannst du ja vielleicht mal hier ein bisschen grasen, dein Nickerchen machen. Dann werden wir vielleicht mal hier wieder die Tore aufschließen. Musst du ein bisschen grasen. Du kannst danach vielleicht mal reingehen, pieseln, das trinken und grasen. Und danach dein Nickerchen machen. Seid ihr beide dann eigentlich auch mal fertig? Weiß ich noch nicht genau. Also sie ist auf jeden Fall noch nicht sauber. Das ist halt immer so ein bisschen das Problem. Normalerweise hören sie halt dann erst auf. Und mal eben gucken, wie weit ist sie denn mit ihrer Hygiene? Ah, da. Okay. Ja, sollte aber eigentlich erstmal reichen. Ich will auch nicht, dass sie sich übermäßig die ganze Zeit nur putzen. Das ist nämlich auch ein bisschen anstrengend dann. Kann so ein bisschen trinken. So, dann sollte eigentlich alles soweit funktionieren. Du kümmerst dich da um die Kleine. Pack sie ins Kinderbettchen. Danach möchtest du noch ein bisschen Spaß. Kannst du vielleicht noch ein bisschen Fernsehen. Sie sollte ja eigentlich genug Spaß haben, wenn sie da ein bisschen tanzt. Und du möchtest ja eigentlich noch mit Luena reden, aber ist Luena gerade gegangen, oder? Nee, eigentlich nicht. Wer ist denn hier? Bettina. Wow, das ist ein schickes Outfit. Ich habe auch Bettina erstellt, aber an dieses coole Kleid erinnere ich mich wirklich nicht. Das sieht richtig cool aus, finde ich. Das ist ein schönes Kleid. Ach so, sie isst jetzt erstmal was. Warte mal, dann kannst du eigentlich auch mal was essen. Ist Dim Sum noch da? Nee. Dann bestell dir mal ein bisschen Dim Sum, nachdem wir das gesehen haben. Ach, die beiden essen das jetzt. Okay. Wer bist du eigentlich? Ach so, Erika Ventura und Flynn Kremer. Die habe ich alle erstellt, aber dadurch, dass das jetzt alles schon eine Weile her ist. Oh, das Day. Day und Holden. Die irgendwie was miteinander haben, glaube ich. Und das sind Leon und Sophia. Hallo. Schön, dass ihr auch hier seid.
Dann kannst du vielleicht schon mal auf Toilette gehen. Bist du schon dabei zu bestellen? Ansonsten könnte ich dir nämlich auch was anderes, könnte ich nämlich auch auftragen, dass du vielleicht eine Gruppenmahlzeit bestellst. Oh Gott, das ist verdammt teuer. Dann bestellen wir mal lieber nur das. Genau, dann kannst du nämlich schon mal hier hingehen. So. Kannst du schon mal auf Toilette gehen, Leon? Moritz bestellt Essen für uns drei. Genau, du machst das. Du bist schon am Schlafen. Flame schläft auch schon. Und du tanzt ein bisschen mit Helena, was hoffentlich ganz gut läuft. Ja, die beiden tanzen ja richtig gut hier. Das sieht doch schön aus. Aber wir sind öfters mit Amelie in der Schinderei, oder? Habe ich das Gefühl? Ich glaube, wir sind hier öfters. Genau, ich lasse dich einfach da mal noch ein bisschen tanzen. Wenn du irgendwann keinen Bock mehr hast, kannst du ja was essen. Genau, da ist Tristan Graser, okay. Und dann schauen wir mal. Kannst du mal hier hochkommen? Du nimmst dir eine Mahlzeit. Kannst du dir auch gleich einen Teller nehmen? So, und du dir dann natürlich auch. Oh, hier sind ja richtig viele Leute plötzlich, ne? Finde ich immer cool, wenn hier plötzlich doch so viele Leute herkommen. Eigentlich wollten wir aber vor allem auch noch Karaoke singen gehen. Mal schauen, ob wir das noch hinbekommen. Mit Sophia zu singen gleich. Moritz war ja schon singen. Das sollte also passen. Aber mal schauen, ob die anderen beiden auch noch singen werden. Du kannst danach auf jeden Fall mal nach Hause gehen, wenn du fertig gegessen hast. Gehst hierhin zum Essen. Ja, passt. So. Okay. Die Kleine wird ins Bett gebracht. Die ist jetzt auch schon müde. Das ist ganz gut. Oh, Bettinas Kleid. Also, finde ich echt klasse. Ich finde ihr Kleid so toll. Wenn sie mal vielleicht normal steht, sieht man das vielleicht auch ein bisschen besser. Warte, wenn sie sich zur anderen Seite neigt, vielleicht. Hallo, Bettina. Ah, da konnte man es kurz ein bisschen besser sehen. Ich finde ihr Kleid so toll. Ich finde auch vor allem die Jacke dazu so cool. Ja, okay. Genug davon. Luena geht da auch hin. Ich glaube, wir können uns mit Luena heute doch nicht mehr anfreunden. Aber wir haben dann mal wieder ein bisschen mit ihr gequatscht. Dann ist die Freundschaft auch wieder ein bisschen wahrscheinlicher geworden. Genau, du gehst mal nach Hause. Es ist ja auch schon 23 Uhr. Das wäre echt ganz gut. Bin ja immer noch, habe immer noch die Befürchtung, dass wir das nicht schaffen werden. Dass die Folge tatsächlich, die Folge, dass ich bis zum Ende aufnehmen kann und auch alles speichern kann und so weiter. Aber hey, ich meine, immerhin bis hierher. Soweit bin ich bei Versuch 3 auch schon gekommen. Heißt aber nicht, dass es heißt, dass ich nicht trotzdem noch abstürzen kann. Okay. Hat die nicht sogar bis 4 Uhr auf? Ja, okay. Dann sollten wir genug Zeit haben, sollten noch zu Ende tanzen können. Oh. Helena will nicht mehr. Alles klar. Na, dann gehen wir erstmal was essen und dann können wir danach nochmal ein bisschen tanzen. Guck mal, die tanzen hier jetzt auch. Oh, das ist super, dass sie tatsächlich. Oh, Mika ist hier! Sorry. Dass sie tatsächlich Leute tanzen, wollte ich sagen. Oder das ist einfach Mika hier. Yay, Mika! Hallo! Quatschen wir hoffentlich mal mit ihr, nachdem wir fertig gegessen haben. Schauen wir nochmal zu Travis. Moritz schickt mir einfach mal ins Bett gleich. Obwohl, ja, genau, der schläft hier eigentlich auch lang genug. Dann kann er vielleicht nochmal vorher duschen. Schlafen. Sollte eigentlich passen. Und was schaust du Schönes, Travis? Den Abenteuerkanal. Ja, warum nicht? Oder ist das der Anglerkanal? Das weiß ich gar nicht genau, wie das aussieht.
Ich finde auch immer noch das Wohnzimmer richtig, richtig toll von Familie Reuss. Das ist, ich finde das so gemütlich und gleichzeitig sehr stilvoll. Keine Ahnung. Ich find, das ist super schön geworden. Und es ist aber irgendwie meiner Meinung nach auch so ein bisschen von wegen Möbelkatalog geworden. Es ist halt einfach zu schön, um wahr zu sein, um realistisch zu sein. Quasi. So, wenn du dann fertig ferngesehen hast, kannst du auch schlafen gehen. Wie geht's denn den Pferdis? Du schläfst. Du hast das genug gemacht. Du wirst jetzt auch dein Nickerchen machen. Hagel, die armen Pferdis. Tja. Die wollen ja alle immer nicht drinnen schlafen, ist ja das Problem. Genau, du kannst grasen, trinken. Obwohl, ich glaube, ich werde dich gleich schon mal nach drinnen schicken. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser. Kannst du da drinnen nochmal trinken und dann dein Nickerchen machen. So, genau. Du kannst schlafen gehen. Du gehst auch gleich schlafen. Wir schauen den beiden nochmal ein bisschen beim Singen zu. Haben wir eigentlich auch so einen Drink bekommen? Nee, ne? Trainiere 4 Stunden. 4 Stunden trainieren können wir immer. Ich meine, wenn wir dadurch berühmt werden, dass wir die ganze Zeit nur am Trainieren sind. Wer hält sie denn ihren Kopf gerade? Dann ist das für mich kein Problem. Ich glaube, es wenig macht Sophia lieber. Oh. Ich weiß auch, ich glaube, die können sich auch gar nicht darin verbessern. Also ich glaube, selbst eine Theresa würde bei Karaoke total schrecklich klingen in Sims 3. Obwohl, also ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass es so eine. Es gibt ja bei Sims 3 halt so versteckte Fähigkeiten quasi, die sich verbessern. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es bei Karaoke der Fall ist, weil die klingen immer schrecklich. Ganz ehrlich. Oder habt ihr auch Sims, die besser klingen? Obwohl, ich meine, Sophia klingt gar nicht so schlimm. Im Vergleich zu anderen. Aber die klingen halt schon immer die ganze Zeit so aus dem Takt und alles. Und. Ah, ich weiß ja nicht. Das ist einfach kein guter Gesang, ihr beiden, Leute. Es ist wirklich. Also, so leid es mir tut, aber es ist kein guter Gesang. Nein. Genau, dann könnt ihr nochmal wieder nach Hause kommen. Und du hast mit deiner Tante gesprochen, mit Mika. Yay! Oh, natürlich sind die auf Toilette, aber es ist mir sowas von egal. Ich möchte weiter mit Mika quatschen. Ja, wir können ja mal eine Abschiedsumarmung machen. Und, bisschen von der Hochzeit schwärmen, auf die sie sich schon freut. Über Familie reden und über Kunst. Eigentlich haben die beiden auch, ne, schon ein bisschen was gemeinsam. Und dann nochmal von Tieren schwärmen, oder? Können wir doch auch. Genau. Die Abschiedsumarmung ist übrigens wegen der Universität. Und wahrscheinlich auch, weil sie da. Ah, mal hier. Auf die Universität vorbereiten. Wegen des Willkommenssets. Ah, ja. Okay. Kann Moritz auf jeden Fall auch nochmal dann testen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er ein Stipendium für Wissenschaft und für Wissenschaft und Medizin bekommt. So, genau. Du kannst ein bisschen mit Mika quatschen. Und danach werden wir, glaube ich, auch einfach wieder gehen. Können wir uns verabschieden und dann gehen. Weil ansonsten ist es auch einfach ein bisschen spät. Wir könnten vielleicht noch zu Ende tanzen. Wie viel haben wir dann noch? Ja, noch so. Ein bisschen war es auf jeden Fall, aber möchte ich schon eigentlich lieber, dass sie dann relativ angenehm noch schlafen geht. Genau, du trinkst hier noch ein bisschen was, dann kannst auch du schlafen. Du bist schon dabei. Nacho ist schon fast wieder wach. Travis schläft hier schön. Du schläfst hier schön. Und die anderen kommen bald nach Hause. Oder gerade sogar. Und ich werde nichts jinxen. Wenn ich mit Gedanken Sachen jinxe, dann ist es sehr gemein. Ich kann Gedanken nicht einfach so vertreiben. Aber wir sind auf jeden Fall schon relativ am Ende der Folge angelangt. Wen haben wir da eigentlich? Immer noch Tristan, naja. Sind wir schon relativ
am Ende angelangt. Ich finde es schade, dass sie jetzt so viel quatschen und doch irgendwie kaum die Beziehung steigt. Aber ich meine, immerhin haben wir mal ein bisschen mit Mika noch mal gequatscht, haben sie auch noch mal gesehen. Ich freue mich allgemein immer, wenn wir irgendjemanden aus unserer Familie sehen. Das ist euch vielleicht schon mal aufgefallen. Aber ich mag ja auch Familie Reuss sehr gerne. Deswegen kann dieses Spiel zehnmal abstürzen und ich probiere es trotzdem weiter. Es wäre natürlich schön, Spiel, wenn du nicht noch mal abstürzt. Das wäre sehr nett. Ich wäre dir sehr dankbar dafür. Werde ich dich heute auch nicht aus dem Fenster schmeißen, PC, wenn du heute mal so nett bist und ja, das nicht tust. Das muss nämlich wirklich nicht sein. Ganz ehrlich, es muss nicht sein. So, dann können wir mal die Verabredung beenden. Ja, dann möchte ich nochmal mit Sophia treffen. Ist klar. Rosen sind rot, Veilchen sind blau. Ich fand das Date klasse. Was denkst du genau? Okay. Ah, ja. Fernseher ist noch an. Ich dachte mir gerade so, was ist das für eine komische Musik? Das war der Fernseher, den Travis einfach angelassen hat. Gut, genau. Du quatschst noch ein bisschen mit Mika und dann solltest du dich auch verabschieden und gehen. Ich glaube, das sind Moritz-Klamotten. Den habe ich ja nochmal duschen geschickt. Vorm Schlafen gehen. Dass er vielleicht auch doch mal sauber ist, der gute Junge. Der geht ja auch nur duschen, wenn man es ihm sagt. Also, ich meine, all meine Sims machen nur, was man ihnen sagt. Theoretisch. Also, sie machen nicht alles von den Dingen, die man ihm sagt, die man ihnen sagt, aber sie machen auch nicht mehr als das, was man ihnen sagt. Außer vielleicht sich beschweren. Ich habe euch nie gesagt, dass ihr euch immer über eure Bedürfnisse beschweren sollt. Machen sie aber trotzdem. So, genau. Dann können wir nochmal den Abend abschließen. Vor allem, weil sich das Sophia auch gewünscht hat. Weil die beiden sowieso zusammen ins Bett gehen. So, und dann ist noch Amelie auf dem Weg nach Hause. Yay! Und dann haben wir es vielleicht doch mal geschafft. Ich weiß es nicht. Ich werde Amelie jetzt nur noch ins Bett schicken und weil ich Angst habe, dass das Spiel sonst in der Zwischenzeit abstürzt, werde ich jetzt einfach hier an der Stelle beenden. Ihr wisst ja, die werden sie nur noch ins Bett schicken. Ich hoffe einfach mal, das Spiel macht jetzt keine Probleme und ich kann jetzt einfach speichern. Aber ich wünsche euch einen schönen restlichen Tag. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Es tut mir leid, dass ich mich die ganze Zeit über das Spiel beschwere, aber es ist wirklich. Ich weiß noch nicht mal genau, ob dieses Spiel, also ob das Spiel am Ende gespeichert hat. Eine Info von Zukunft, Steffi. Diese Folge hat tatsächlich erfolgreich gespeichert. Yay! Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag, Leute. Ciao!